Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde War Thunder. Wir sind heute unterwegs mit dem schwedischen 3-7er Decker mit dabei, den Panzer 4, den Sherman 3-4, den ich mir ganz frisch besorgt habe, die L-62 Anti-2 und ja, seht ihr Augendorf, den PVKV-4 und die P-17B, weil ich derzeit noch nichts Besseres habe und wir machen uns direkt auf die Jagd. Okay, los geht's. Allererster Einsatz vom, wie heißt er? Sherman 3-4, den habe ich jetzt gerade nur gekauft, da ich einen 70% Coupon bekommen habe und der mich jetzt 325 goldene Taler gekostet hat. Dann dachte ich, komm, für das Geld machst du hoffentlich nichts falsch, deswegen... Jo. Die Tarnung ist ganz schick, ich bin zwar eigentlich überhaupt kein Sherman-Freund, aber... Ja, wir gucken einfach mal, ob sich das als Fehler rausgestellt hat oder nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den ja auch. Vielleicht könnt ihr was dazu sagen. Aber ich dachte mir so, für 70% Rabatt, 325 Taler, 500 Taler hatte ich noch, also... Nehmen wir das mal mit. Schade, dass der kein Maschinengewehr oben drauf hat. Das finde ich schon mal ein bisschen doof. Das wäre besser. Ach, noch einmal was getroffen. Das verstehe ich nämlich nicht. Warum haben die nicht überall, wie die Amerikaner, Maschinengewehr oben drauf geklebt? So ein 30 Cal, 50 Cal, Gatling Gun. Alles, was an Maschinengewehr ist, oben drauf kleben. Meinetwegen auch ein MG42 bei den Deutschen oder so. Das sind ja auch nur sehr wenig, glaube ich, die das haben. Ich meine, du hast doch einen viel größeren Mehrwert davon, wenn du noch Maschinengewehr da oben drauf hast. Ein schweres. Nicht nur für Infanteriebekämpfung oder für Flugzeuge, sondern halt auch hier allein für... Okay, so. Für leichtere Fahrzeuge und so halt, ne? Jetzt müssten wir natürlich auch nur noch mal einen Gegner finden, auf den wir schießen können. Ist der? Der ist kaputt. Muss sogar zweimal gucken. Manchmal ist das... immer ganz doof zu erkennen. Ich hatte in einer Runde hatte ich einen Panther gehabt, der sah aus, als wäre er kaputt und dabei hat er noch voll funktioniert. Aber einer. Also wisst ihr, wie ich meine? Also er sah halt aus, als wäre er, für mich sah er so aus, als wäre er kaputt, aber er war halt noch heile. Das fand ich ein bisschen sehr doof. Kleine A, so habe ich nicht geguckt. Das Ding ist auch sehr biestig, weil es wirklich so klein ist, ne? Komm, den nehme ich nochmal mit. Biestige kleine Asu. Könnte man auch mal wieder auspacken. Aber da ich jetzt, wenn ich privat spiele, den Fokus auf Deutschland, USA und China gerade lege, liegen die anderen Nationen da so ein bisschen brach. Und werden eigentlich dann nur ausgepackt für die aktuellen Folgen dann. Oder halt im Stream. Falls ihr gerne mal im Livestream mit dabei sein wollt, dann schaut ganz gerne in die Videobeschreibung. Da ist die Verlinkung zu Twitch. Lasst gerne dort ein Follow. In der Regel gibt es dort... Freitags 19:30 ein War Thunder Stream, manchmal auch zwischendurch. Deswegen, wenn ihr da ein Follow da gelassen habt auf Twitch, dann kriegt ihr immer die Info, wenn ihr es eingeblendet habt. Und könnt dann dementsprechend auch gerne mitspielen. Ich kann zwar leider nicht mit High Tier oder Top Tier dienen, aber mit eigentlich fast allen anderen Sachen. Sogar Boote spielen wir zwischendurch. Was sogar tatsächlich sehr viel Spaß macht. Mal so ein, zwei Runden
Also wir haben auch ein paar Leute, die mitspielen bei Boot. Also ich ruder da nicht alleine rum. So, ich würde tatsächlich auch noch gern auf irgendwas schießen. Nicht Schutz. Oh Mensch, steht doch nicht hinter mich, ey. Dann nutzt er mich als Schutzschild. War da noch irgendwo noch diese Flagge oder so? Das ist ja gar nichts. Oh, den haben wir mitgenommen. Ich habe gar nicht geguckt, was die Kanone für ein Pen hat. Müsste gleich mal gucken. Irgendwo, da muss doch noch einer stehen. Hä? Warte. Aber schnell weggefahren, okay. Ja, ist jetzt auch nicht die große Kunst, was wir machen, in den Spawn zu schießen halt, ne? Aber das Spiel will es ja nicht anders. Das Spiel will ja, dass du den Spawn beackerst. Soundeffekte. Oh, ich habe keine Leistung, die wegzuschieben. Schade, aber wir fahren mal mit da lang. Was ich ja sowieso mal ganz cool finde, ist, dass die Schweden von Anfang an so eine schicke Tarnung halt mitbringen, ne? Das finde ich schon mal ganz cool. Was schießen die denn? Ach, das ist ein Panzerwerfer. Ach so, okay. Ja, cool. Habe ich ihn entlistet? Entlistet macht der sehr viel Spaß und da macht er auch sehr viel Sinn. Ich glaube, hier macht er wenig Sinn. Aber haben möchte ich ihn trotzdem. Aber der kostet wahrscheinlich, so wie ich Gaijin kenne, kostet das Ding wahrscheinlich so 40 Euro oder so. Komplett überzogen. Da wäre es auch weg. Ja, das war jetzt so eine relativ actionarme Runde. Guck mal, dass die nächste Runde ein bisschen mehr los ist. Ach, da stand der Panzerwerfer, guck an. Wirbelwind immer noch mit. Punkte kann ich trotzdem ganz gut gebrauchen. Kann man ganz gut schauen, was hat die denn für ein Pen? 102. Hatte mir mehr gerechnet. Naja, ich bin beim Gegner drin. Ich weiß. Ja, das war jetzt ein bisschen actionarm von meiner Seite aus. Deswegen hängen wir gleich noch eine Runde dran und hoffen auf Besserung. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, fehlt doch nicht mal ganz so viel zum PVKV M43. Ja, auf in die nächste. Boah, ich hing im Kopfhörer fest. Auf in die nächste Runde. Ach, dieses Kopfhörerkabel, ne? Also, ich muss ein Lob aussprechen. Dieses Kopfhörerkabel, das ist ja so ein weiches, flexibles Kabel. Da bin ich schon so oft mit dem Schreibtischstuhl rübergefahren. Das hing so oft fest und so. Und es hat noch keine Beschädigung. Das ist also wirklich sehr, sehr gut. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Es ist halt ein relativ langes Kabel und rutscht halt immer wieder unter die Rollen des Schreibtischstuhls. Und der Schreibtischstuhl ist halt jetzt kein guter. Das heißt, er hat diese Hartplastikrollen, die das ganze Laminat kaputt kratzen und so, wenn man da keine Folie unterlegt. Und man sollte eigentlich meinen, dass das Ding das Kabel cuttet, aber nein, bisher noch nicht. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Das heißt, wenn die nächsten Tage keine Videos kommen, dann weil ich keinen Kopfhörer mehr habe. Weil ich da drüber gefahren bin.
weil ich es gejinxt habe. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr coole Karte. Die gefällt mir sehr gut, weil sie offen ist und zeitgleich halt auch, ja, halt so ein Dorf halt beinhaltet oder, sagen wir mal, eine Ruine eines Dorfes. Okay, das heißt, kann man ganz gut als Plänkler spielen, aber halt auch als Schläger in der Stadt rumdüsen und so. Schnell. Aber wie gesagt, schade, dass das Ding kein Maschinengewehr um drauf hat. Das verstehe ich nicht, warum die Schweden da kein Maschinengewehr um drauf geklebt haben. Hätten sich doch gleich noch von den Amis ein paar schwere Maschinengewehre kaufen können. Okay, mein Arti ging völlig ins Leere. Abschusshilfe dafür bekommen. Ich weiß nicht, ob das selten war. Wahrscheinlich ein Busch, auf den ich gerade geschossen habe. Oh, das war ein Stein. Ein feindlicher Stein. Vorwärts. Das war schon zu weit vorne. Ich dachte, die steht in ein Haus. Vielleicht steht da irgendwas in A. Ich sehe aber auch niemanden gerade. Nein, gerade hier auch nichts erwischt. Natürlich muss ich gleich sowas Dickes treffen. Nee, da habe ich frontal, glaube ich, kaum eine Chance gegen. In der Situation. Oh shit. Ach, verschossen. Aber wirklich nicht gut. Oh, hi. Ja gut, von zwei Seiten. Machst du nix? Ja, so wie. Ja, ne, Maschinengewehr oben drauf. Top. Was haben wir denn noch? Ist auch so eine Billigkanone. Die haben alle so eine Billigkanone hier. Was war der Panzer 4? Panzer 4 geht eigentlich immer. Hier hätten sie auch ruhig mal eine schicke Tarnung draufkleben können. Was ist das? Sieht ja richtig hässlich aus. Aber es ging nicht nur mir so. Wir haben tatsächlich nur einige Leute im Team, die auch nicht einen einzigen Gegner beschossen haben anscheinend. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Die verstecken sich alle da hinten. Ach, das Ding ist halt auch überhaupt nicht ausgebaut, ne, wie man sieht. Naja. Oh Gott. Das Ding quietscht ja richtig laut.
Also ein bisschen WD-40 wäre ja, glaube ich, nicht verkehrt, oder? Oder irgendein anderes Schmiermittel. Mann, oh Mann. Von da hinten kam noch ein Schuss. Ich glaube, der galt sogar gerade mir. Also ich habe von hier hinten aus zwei Schüsse fliegen sehen. Ich hoffe mal, dass keiner jetzt auf mich schießt. So ein bisschen um die Ecke gucken. Dachte, ich hätte was gesehen. Ach, ich wusste, dass da hinten einer war. Ich hab es gewusst. Schade. Ich will ja Maschinengewehr dran haben. Guck mal, da hätten wir richtig schön jetzt den... Oh nein. Ich glaube, der Schuss war jetzt gar nicht mal so knapp gerade. Ich glaube, das war der M24. Ich müsste mir auch mal im nächsten Sale Büsche zulegen. Bisher war ich immer zu geizig dafür, aber Büsche sind halt hier nochmal sehr effektiv. Ich weiß nur nicht, ob Büsche im Sale mit drin sind. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Nicht auf mich. Der Panzer ist neu. Was habe ich gerade gesagt? Aber die war sehr gut gedroppt. Komm, nimm die Anti. Damit kann ich zwar keine Flugzeuge bekämpfen. Aber ich kann es versuchen.
Das Ding ist für mich eher so ein Panzerjäger. Statt brauchbare Flugabwehr. Also ich treffe mit solchen Einzelschussdingern halt nichts. Mit der Anti sowieso nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Jetzt werden wir es nochmal versuchen, C zu holen. Ich finde, der Turm dreht sich auch viel zu langsam für so eine Flugabwehr. Und ich glaube, die ist sogar schon ausgebaut komplett. Ach schade, hätte man doch lieber auf C geworfen. Dankeschön. Ich muss auch heute sagen, heute sehr gute Luftunterstützung. Oha. Ich konnte ja nicht sehen, von wo der geschossen hat. Oh, ich hab grad gedacht, das wäre wieder so eine kleine Asu hier. Von der Größe kommt's ja schon fast hin. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich mir dabei jetzt gedacht hatte, dass ich irgendwie einen Glückstreffer lande, ins Kanonenrohr reinschieße, seine Granate treffe und ihn zum Explodieren bringe oder so. Das war sehr sinnbefreit auf jeden Fall. Mancher mache ich das, ich muss immer darauf aufpassen, manchmal mache ich das aus dem Affekt raus. Wenn ich einen Gegner sehe, schieße ich auf ihn. Wobei es manchmal oder häufig der bessere Weg ist, einfach dem Ziel, also abzuhauen, wenn es ein KV-1 ist, wie jetzt zum Beispiel. Es ist genauso eine Krankheit, wie die ich habe, egal welchen Shooter ich spiele, sobald ich 2-3 Schuss abgegeben habe, lade ich das Magazin nach. Was beim LMG zum Beispiel mit 100 Schuss, was völlig unlogisch ist. Kommt aus der Counter-Strike-Zeit. 10 Abschüsse hat der. Wow. Eine von 100 Runden habe ich vielleicht gerade mal 8 Abschüsse oder so. Wie vor 2 Wochen oder letzte Woche? Hatte ich ein Video mit, ich glaube, 8 Abschüssen oder so. Ich glaube, das waren Sowjets. Bin mir nicht ganz sicher. Hochziehen! So, die Punkte sind ganz wichtig mit dem Flugzeug. Denn ich muss unbedingt bessere Flugzeuge erforschen. Deswegen nehme ich jeden Abschuss mit, den ich mit dem Flugzeug machen kann. Als ob! Als ob! Danke, Gaijin.
Die Schnecke sei Dank, ey. Also, das muss man mir mal nachmachen. Ich glaube, das wird der Thumbnail. Ich mit dem Flugzeug so ganz knapp die Marienkäfer von den Blättern runtergepustet habe. Besser gesagt, von den Grashalmen runtergepustet habe. Das war gut. Ist eine biestige Runde auf jeden Fall. Wir sind im Gegnerteam immer noch so viele da, okay. Jetzt cappen die C, aber wir cappen A. Okay, das dürfte eigentlich dann der Todesstoß sein. B haben wir da sehr stark befestigt. Ich mache mich mal nach C auf. Was hast du für ein Pin? 86 nur. Auch sehr wenig. Wenn ich damit dann auf den KV einschieße, lächelt er das einfach nur weg. Damit hätte ich rechnen müssen. Verdammt. Ich war gerade so in Gedanken, dass ich gar nicht das realisiert habe, dass ich auf offenem Feld auf den Punkt zufahre. Das war so mega blöd. Aber hier können wir ganz stark davon ausgehen, dass die Runde wohl gewonnen ist. Obwohl, jetzt cappen die A. Ja, warte mal, da müssen wir ein bisschen dranbleiben jetzt hier. Wenn auch vielleicht jetzt nicht ganz so spannend. Aber ihr könnt ja, falls ihr es nicht mehr sehen wollt, bis zum Endergebnis vorskippen. Ja, das wäre natürlich sehr schade, wenn wir das noch verlieren, ey. Wir sind denn noch drinnen? Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein paar drin, aber die auch. Aber ich bin mit dem Ergebnis... Ja, ist so lala, hätte besser sein können. Gar keine Frage. Fehler wurden gemacht, Fehler wurden bestraft. Ah gut, das dauert jetzt zu lange. Oder? Warten wir noch kurz einen Augenblick. Das Ding hat ja mal ein sehr komisches Design. Gefällt mir nicht. Nee, wir verlieren die Runde auch noch, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das gucken wir uns nicht bis zum Ende an. Die Runde geht auch noch verloren. Naja. Gucken wir mal, das Endergebnis mal. Es gab ein bisschen Geld, das ist schon mal ganz gut. Müsste jetzt auch für den neuen Panzer gereicht haben, wenn die Runde gleich vorbei ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ganz gerne einen Daumen nach oben, da freue ich mich immer sehr drüber. Schaut, wenn ihr Bock habt, mal im Livestream mit rein. Und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.